Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog hier auf meinem Kanal. Heute geht es zu VfB Stuttgart gegen den ersten FC Union Berlin und das erste beim ersten FC. Passt, Union ist erster, hier ist die Tabelle und wir sind 17. vor dem Spiel. Schlecht, dass Bochum gestern gegen die Eintracht 3-0 gewonnen hat. Richtig starkes Spiel von Philipp Förster, unseren Ex-Spieler. Und ich bin auf jeden Fall gehypt auf dieses Spiel. Und wir sehen uns im Stadion. Oh!
Stopp, auf geht's und neue Start. Gute Verhaltensposition. Hey, Jungs, das kann statt. Auf geht's, Jungs, das kann statt. Schieß ein Tor. Yeah.
schicken! Ja, da ist halt jemand. Schicken! Schicken! Einfach vor uns, schnell! Mein Gott, Leute, was war das denn für ein Spiel? Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht, also besser als zum Beispiel gegen Schalke oder gegen die Eintracht, aber dann, also wir haben jetzt schon am nächsten Tag, wo ich das aufnehme, 18.30 Uhr, weil in der Schule sonntags Spiele sind immer schwer dann zu schneiden, direkt am nächsten Tag oder noch am Tag, wo ja das stattfindet. Ja, Matarazzo wurde soeben rausgeschmissen, vor einer Stunde wurde freigestellt. Ja, ich mochte ihn sehr als Trainer. Das war da also das letzte Spiel von Pellegrino Matarazzo. Und ja, was ich einfach nicht check, Schiedsrichter, jetzt rede ich nicht von der gelb-roten Karte, weil das ist für mich keine klare Fehlentscheidung. Aber halt das Tor. Wir verlieren mit 0:1 durch ein Eckballtor, was nicht hätte zählen dürfen. Was ich einfach nicht verstehe, wenn man einmal die Wiederholung anguckt, also ihr oder ich, da sieht man direkt, es ist im Abseits. In Köln, also der VAR, der sitzt da mit 5 Monitoren und checkt es nicht, dass die im Abseits stehen. Also ganz ehrlich, Mann, ihr werdet doch dafür bezahlt, dass ihr genau halt sowas sieht und den Schiedsrichter Bescheid sagt. Achtet auf jeden kleinen Scheiß, dass der Torhüter auf der Linie ist. Ob er 1 Millimeter auf der Linie ist oder nicht. Aber dann auf sowas nicht. Dann verliert man mit 0:1 durch eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Und es war nicht gerade verdient. Aber es war auch nicht unverdient. Ich finde, VfB und Union waren gleich gut. Und wir hätten uns auf jeden Fall diesen einen Punkt verdient. Aber ja, Leute, so ist Fußball. Man kann sich immer über Schiedsrichter aufregen. Und über andere Sachen, ja. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das war's. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.